Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Star Stables Online. Wir sind jetzt in Veldale angekommen. Veldale Village und sprechen mit Elisabeth Sunbeam. Autumn, ich habe auf dich gewartet, weil ich wusste, dass du kommst. Oh, Alex hat mir eine SMS geschickt. Also, erzähl mir, was los ist. Okay, ich verstehe. Die Baroness scheint stark involviert zu sein. Sonst hätte sie Selena ja freigelassen, als sie dort war. Zur gleichen Zeit scheint sie etwas aus ihrer eigenen Vergangenheit zu versuchen. Ich glaube, dass diese zwei Tatsachen eng beieinander miteinander zusammenhängen. Die Silberglitz waren eine mächtige Familie, die sozusagen über ganz Cherbic regiert haben. Und bis zum heutigen Tage haben die Mitglieder dieser Familie einflussreiche Positionen im Cherbiger Stadtrat. Die Silberglitz sind daran gewöhnt zu bekommen, was sie wollen. Du bist da über etwas gestolpert, das sehr viel komplizierter ist, als du gedacht hättest. Bist du bereit, dazu weiterzumachen und uns zu helfen, Artum? Ja, von mir aus. Gut, wir werden dich brauchen. Was mich am meisten an der ganzen Sache stört, ist, dass Sabine involviert ist. Warum das so ist, kann ich dir noch nicht sagen. Was ist es, dass sie von Justin wollen? Der einzige Weg, diese Frage zu beantworten, ist herauszufinden, wer dieser Herr Sandmann ist. Oder Sandman oder keine Ahnung. Der ja anscheinend Justins Großvater ist. Bevor du jetzt deine Recherche in Firewolf vorsetzt, würde ich doch gerne um einen Gefallen bitten. Das mag jetzt komisch vorkommen, aber es gibt einen Grund, warum ich dich darum bitte. Du wirst diesen Stock brauchen. Hast du die Ruinensteine gesehen, die am Hügel hinterm Haus stehen? Was du jetzt machen musst, ist, dich vor jeden einzelnen dieser Steine zu stellen und dich zu konzentrieren, während du dieses Artefakt in den Händen hältst und dir intensiv das Muster anguckst. Komm zurück, wenn du es mit allen Runensteinen gemacht hast, und lass mich wissen, ob du irgendwas Ungewöhnliches gefühlt hast. Okay, ja. Runenstock. Ein kurzer Stab. Okay. Dann gehen wir mal mit dem Stöckchen fuchteln. Wow. Ach nee, da hoch geht's ja zum Dino-Tal. Falsch. Da müssen wir ja nicht hin. Da, Fuck. Das muss ich verstehen, oder? Reiten wir halt mal den Weg dort hoch. Damit wir die Stöckchen fuchteln. Mit Lässtöckele. Zauberstock schwingen. Fuchtel. Hokus Pokus. Wow, es funktioniert. Nochmal. Hokus Pokus. Abracadabra. Irgendwas. Keine Ahnung. Oh mein Gott, sie leuchten! Oh mein Gott! It burns! Also, erzähl mir, was passiert ist. Sie haben alle zu glühen begonnen. Das ist sehr beachtlich, Autumn. Das ist das erste Mal, dass jemand... Ich meine... Danke für deine Teilnahme. Du tust mir einen Gefallen und behältst das für dich. Du kannst es Alex erzählen, wenn du unbedingt willst. Sie ist auch ein Mitglied von uns, den Bewahrern von Aiden. Das ist aber alles, was du wissen musst. Okay, warte. Sieh kurz, schauen wir das eben. Genau, aber wir gehen noch kurz. Firewolf, du solltest dorthin reiten und die Bewohner fragen. Vielleicht wissen sie, wer der Mann wirklich ist. Es gibt eine Abkürzung, die durch die Berge führt. Der Weg könnte ein wenig schwierig sein. Er findet sich im südöstlichen Teil der Geländestrecke. Okay. Also werden wir zuerst dort hochgehen.
zum Rennen. Können wir mal schauen, wie viel Tempo wir jetzt schon gibt. Geschwindigkeit. Wow, 2 hebt mich voll an. Achso ja, und es sind das letzte Mal noch neue Pferdchen gekommen. Ui. Und zwar, das möchte ich mir vielleicht auch noch holen. Diesen süßen Araber. Da ist sie knuffig. Den möchte ich gern haben. Oh, mal schauen. Oh, jetzt ist erst einmal sparen, 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 sparen. Und dann vielleicht. Rennt ihr nicht davon. Abgesehen davon habe ich das Level eh noch nicht, also von dem her. Nee. Diamond. Nee. Ach, wir müssen dorthin. Los, Diamond. Nach links zu rennen. Wow. Kurve. Wow. So, und jetzt den steilen Berg dort hoch. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, müsste hinter der Geländestrecke, also hinter dem, müsste eine Abkürzung Richtung Firegrove sein. Also Firegrove. Firegrove. Ja, wie ist immer Fire? We believe we can fly. Lol. Was ist das schön? Los! Wir müssen zum Rennen. Komm schon, Diamond. Gleich geschafft. Noch dort nach rechts. Und wir haben es geschafft. Sprechen wir mit diesem Herren da drüben. Komm zurück, um die Strecke zu nutzen, selbstverständlich. Dann bin ich irgendwie jetzt will ich kurz überlegen, jetzt mit meiner Geschichte, bis ich wieder eingestiegen bin. Also es war jetzt irgendwas mit dem Bewahrer Aliens, keine Ahnung. Ja, es geht jetzt hauptsächlich einmal alle bei allen ums Verschwinden von Justin und von Lisa, glaube ich, heißt sie. Wenn mir so gut täuscht. Ich hasse diese blöde Kurve da vorne. Dann geht es so. Und dann geht es hier so. Da verpasse ich immer fast das Fähnchen. Ui. Wird es vorgesprungen. Wow. 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 Bleib da stehen. Lol. Was ist mit dem Chat los? So, jetzt haben wir es geschafft. Hoppala.
unsere Diamond ist Level 3. Yay! So, ich werde mich jetzt auf den Weg nach Firegrove, wie auch immer, whatever, machen und dann sehen wir uns dann, ja, dann sehen wir uns dann dort wieder. Bis gleich!